Bianca und ich sind wie Wasser und Feuer. Sie ist ordentlich, präzise und übertrieben. Ich dagegen bin spontan, natürlich und chaotisch. Bianca weiß immer, was sie tun muss und zieht es durch. Ich weiß auch, was ich tun müsste. Aber ich lasse mir lieber etwas Zeit. Höchst unterschiedliche Schwestern. Wir müssen uns ranhalten. Es ist 8 Uhr, 12 Minuten und 45 Sekunden. Cozy, hast du das gesehen? Er hat 790 Likes für einen Post bekommen, der 6 Minuten alt ist. Und ich hab nur 3. Maggie, denkst du echt, du kannst dich mit Everblack vergleichen? Klar. Du bist nicht nur crazy, du bist echt irre. Der Typ nervt. Er hat mich sogar in einem Kommentar zitiert. Hörst dir an. Ja, ich kenne die Geschichte von dem Zug. Können wir jetzt? Ein Waggon lässt sich immer nur von einer Seite an die Lokomotive ankoppeln. Die Erklärung dafür sind gegensätzliche Pole. Und was bedeutet das jetzt? Wie immer, die übliche Geschichte über gegensätzliche Pole. Na, ist doch klar. Das heißt, dass sie sich abstoßen oder auch anziehen. Entweder oder. So wie du und ich. Wie du und Everblack. Er weiß das und will dich damit ärgern. Was das bedeutet? Tja, Pole bleiben immer Pole. Sie stoßen sich ab. Keine Ahnung. Darüber muss ich nachdenken. Aber bitte nicht jetzt, denn lass wir mich raten. Wir sind spät dran. Miss Oberpünktlich, warte auf mich. Oh. Oh, wir sind spät dran. Oh, zu spät, viel zu spät. Deswegen muss der Praktikant, den wir suchen, in jeder Hinsicht vorbildlich sein. Perfekt, einfach super, also spitzenmäßig in jeder Beziehung. Bin ich sehr spät dran? 5 Minuten und 38 Sekunden. Entschuldigung, ich hatte die Zeit nicht im Blick. Jetzt weiß ich, von wem du das hast. Um das klarzustellen, zu den Prüfungen des Institutes kommen noch praktische Prüfungen, um die Besten fürs Praktikum zu finden. Wer diese besteht, kommt weiter. Wer nicht, macht den Platz frei für diejenigen, die fähiger sind. Deine Kindheit war wohl nicht gerade witzig, hä? Nein. Heute steht die erste Prüfung an. Ich bin Produzent einer Modelinie. Und ich bitte euch, mir ein Konzept für die Schaufenstergestaltung vorzustellen. Und dabei dachte ich an folgendes Thema. Gegensätze. Nicht doch. Sind Sie etwa ein Fan von Everblack und seinen Gegensätzen? Everblack hat mehr als 300.000 Follower. Klar ist, er ist einer unserer Werbeträger. Je mehr ich von ihm höre, desto weniger gefällt er mir. Ziehen sich Gegensätze an oder stoßen sie sich ab? Keine Frage, sie ziehen sich an. Was denn? Hat es schon angefangen? Ich bin zu spät, nicht wahr? 6 Minuten und 54 Sekunden. Aber bitte, such dir einen Platz. Das hast du offenbar ihr zu verdanken. Alles klar. Okay, Leute. Die Übung beginnt jetzt und endet in 8 Stunden und 23 Minuten. Das ist doch nicht machbar. In der Praxis habt ihr auch nie viel Zeit und könnt euch in der Regel nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Aus diesem Grund habe ich Senorita Davis eingeladen. Nach einer kleinen Pause gibt sie euch Aufgaben für einen Musikworkshop. Ja, was für ein Riesenglück. Nein, was für ein Riesenunglück. Und für all das haben wir nur 8 Stunden und 23 Minuten? 8 Stunden und 22 Minuten. Die Zeit läuft. Wie großzügig. Oh, oh. Papa mag keine Widerworte. Nur Mut, Maggie. Ich bin sicher, du schaffst das. Nur Mut, Maggie. Ich bin sicher, du schaffst das. Zu mir hätte er das wohl nie gesagt. Ganz ruhig. Aus ihm könnte noch ein liebenswerter Grummelbär werden. Das ändert nichts an der Situation zwischen uns. Wir müssen uns verhalten wie Profis. Hübsch. Danke. Hast du was mit deinen Haaren gemacht? Das sieht sehr gut aus. Das ist jedoch nicht professionell. Und das gefällt mir gar nicht. Sieh sie dir an. Was finden die bloß aneinander? Die sind doch total gegensätzlich. Stimmt genau. Ich kapier's nicht. Maggie,
Ich sag's doch, Gegensätze stoßen sich ab und basta. Das hoffe ich auch. Ich fürchte nur, dass es nicht so ist. Wir haben noch 7 Stunden und 50 Minuten. Weiß deine Mutter eigentlich, wie viel wir zu tun haben? Sie redet nicht gerne vor Leuten. Und jetzt holt sie ihre Energie zurück, okay? Also ist das alles normal? So normal wie möglich. Ich habe die Schaufensteridee. Aber jetzt schwebt mir schon wieder was anderes vor. Ach, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Dann ist ja alles wie immer. Kann es jetzt losgehen? Wir Coaches stehen vor einem Problem. Wir wissen nach wie vor nicht, welche der beiden Bands gewinnen wird. Also würde ich gern eure Einschätzung hören, wie ihr das seht. Erzählt uns etwas über die Moodboards. Und versucht dabei, mit Cool Ghost mitzuhalten. Ich habe gehört, ihre Präsentation soll genial sein. Du findest sie wohl Oberklasse, oder was? Hm, du hast es erfasst. Jetzt beruhigt euch doch. Es bringt schlechte Energie, sich zu streiten. Okay, Coach. Könnt ihr mich Coach Rachel nennen? Okay, Coach Rachel. Alles klar. Kann's jetzt losgehen? Aber natürlich. Was soll denn das werden? Sie macht den Baum. Tickt ihr alle so in Portland? Das gefällt mir gut. Wir haben immer noch keine Idee für das Schaufenster. Und wir hocken hier seit einer Stunde. Und 56 Sekunden. Dieser Familientick geht mir echt auf die Nerven. Du gewöhnst dich daran. Wie meinst du das denn? Naja, weil wir verbringen doch jetzt viel Zeit mit ihrem Vater, weißt du? Wir alle mit ihrem Vater. Mhm. Hey Moodboards, arbeitet ihr immer noch an eurer Präsentation? Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Schön für euch. Ist immer gut, einen Plan B zu haben. Hey Leute, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wie gestalten wir dieses Schaufenster? Ziehen sich Gegensätze an oder stoßen sie sich ab? Sie ziehen sich ab. Ich bin wohl nicht die Einzige, die etwas verwirrt ist. Hund und Katze, Gegensätze. Und sie hassen sich. Wer sagt das denn? Die von meiner Mutter verstehen sich toll. Weil sie einen Knall haben. Sonne und Mond, Gegensätze. Sie können sich niemals begegnen. Da irrst du dich. Bei der Mondfinsternis, da treffen sich Mond und Sonne. Das ist aber schon ein kleines bisschen komplizierter. Darf ich kurz was sagen? Nein. Na, wie sieht es aus? Wir brauchen dringend Hilfe. Das habe ich vom ersten Tag an gewusst. Wie würden Sie das sehen? Ziehen sich Gegensätze an oder stoßen Sie sich ab? Ganz einfach. Sie ziehen sich ab. Jetzt bin ich sogar noch verwirrter. Und ich habe noch mehr Hunger. Süß oder salzig, man isst das eine oder das andere. Brot und Schokolade, zusammen überwältigend. Warm stößt kalt, ganz klar ab. Da halte ich dagegen. Naja, da habe ich keine Idee mehr. Wir haben nur noch 4 Stunden und 20 Minuten. Na schön, wir machen Folgendes. Wir bereiten beide Thesen vor. Gegensätze ziehen sich an und stoßen sich ab. Dann präsentieren wir, was uns am besten gefällt. Einverstanden. Meine Idee für das Schaufenster sieht so aus. Weiß und schwarz, lässig und elegant. Finde ich cool. Kleider aus schwarzen und weißen Streifen. Nach dem Motto, Tanz der Häftlinge. Nein, eher wie die Ballerinas der 20er Jahre. Und das ist meine Idee, Farben im Kontrast. Gegensätzlich und ausdrucksstark. Echt cool. Ich muss an die Anzüge denken, mit denen die Leute früher in den 80er Jahren in den Diskos abhingen. Wieso früher? Das ist noch nicht lange her. Entschuldigt, ich quatsch wieder Käse. Die Milchsäure steigt mir wieder ins Gehirn. Nein, Edu, du hast was Geniales gesagt. Extravaganz. Eleganz. Bei
Bei der Arbeit. Bei der Arbeit. Strenge und blondierte Haare für Sie, für ihn schwarze. Ganz farbenfroh, lebhaft und mit vielen bunten Strähnen. Sie eine schöne Hose. Sie Rock. Er klassisches schwarzes Sakko. Ein lustiges und buntes Jackett. Dunkelheit. Sommerlich hell. Du musst nicht immer das Gegenteil von dem sagen, was ich sage. Ich sage gar nicht immer das Gegenteil von dem, was du sagst. Das ist die Erkenntnis. Ihr seid beide perfekte Gegensätze. Das ist genial. Tja, und wie ihr unschwer erkennt, stoßen wir uns ab. Was soll das? Ich hab immer recht. Nein. Black and white. Elegant und dazu anspruchsvoll. Too much color. Protzig und dazu lebensfroh. Glatte Eins. Glatte Eins. Ausgezeichnet, Schüler. Wir gehen einen Schritt weiter. Ein Konzept für die Dekoration. Beide Schaufenster, genau wie ihr sie skizziert habt. Und dann entscheiden wir, welches Konzept wir Lucy vorstellen werden. Hashtag too much color. Hashtag wir sind die Besten. Material für die Entwürfe. Makramee, ich liebe Spitze. Polyester, Plastik und dennoch umweltfreundlich. Wie viel brauchen wir davon? Jede Menge. Ganz wenig. Ihr schreibt doch alles mit, oder? Natürlich, wir schreiben alles auf. Und das Gegenteil davon auch. Abendkleider? Eng anliegen? Alles klar, und hier die Stofffarben. Oh, hell und dunkel. Die ganze Farbpalette. Ich liebe diese Vorgehensweise, sie ist so konfliktreich. Halt sie mal etwas schräger. Warte. Probieren wir das mal. Mhm, so könnte es gehen. Vielleicht könnten wir ja... Aber wann kümmern wir uns um die Präsentation der Moodboards? Auch weil wir nur noch 3,5 Stunden Zeit haben. Nur noch? Zuerst kümmern wir uns um die Dekoration. Nein, um die Präsentation. Die Dekoration. Die Präsentation. Die Dekoration. Präsentation. Die Dekoration. Ihr redet immer von Gegensätzen, die sich anziehen oder abstoßen, aber ich rede von Gegensätzen, die nur nerven. Die Moodboards verdienen eine eindrucksvolle Präsentation. Tja, wir könnten erzählen, wie wir das... Erzählungen sind voll öde. Und wenn wir einfach singen? Aber ihr könnt doch gar nicht singen. Du hast ja eigentlich gar nichts verloren. Auf diese Weise dankt ihr mir meine nützlichen Vorschläge? Sehr freundlich. Aber da stehe ich drüber, deshalb bleibe ich. Das sage ich nur zu eurem Besten. Oh, ich hasse diesen Krach. Daran musst du dich schon gewöhnen, wenn du willst, dass wir in etwa 3 Stunden fertig sind. Genau in 2 Stunden und 57 Minuten. Bitte fangt nicht schon wieder an. 1, 2, 3. Das ist es. Ich habe die Idee für die Präsentation. Das ist perfekt. Wir projizieren das Video des Konzerts in den weißen Kreis. Und wir sind fertig. Kurz und schmerzlos. Gefällt mir auch sehr gut. Nur eine Kleinigkeit würde ich ändern, wenn ihr gestattet. Darf ich? Ihr solltet dein Foto in den Kreis projizieren. Und zwar groß, riesengroß. Denn Maggie, für mich bist du das absolut Schönste an den Moodboards. Aber wieso? Nein, ich... Der weiße Kreis ist gut. Und wir projizieren unser Konzert rein. Darüber freut sich doch sicher auch der Kreis. Heißt das, dass wir die gleiche Idee hatten? Hey, wir beide hatten die gleiche Idee. Moodboards, nur weil ihr uns imitiert, seid ihr noch nicht die Größten. Vielleicht hat Bianca ja recht. Gegensätze stoßen sich ab. Andrew, ich kann dich nicht leiden. Kurgos sind viel besser als wir. Wie kannst du denn sowas sagen? Wieso siehst du denn immer alles so positiv? Und wieso siehst du es so negativ? Wir müssen sie sabotieren. Aber das ist doch nicht fair. Wen interessiert das? Na, mich. Wie schaffen wir beide es, zusammen zu sein? Keine Ahnung, aber mir kommt es wie ein Traum vor. Ich werde nicht zulassen, dass sie deinen Traum vom Musical zerstören.
Vielleicht hat Maggie recht. Gegensätze ziehen sich an. Tada! Zu viele Farben. Zu viel Weiß. Viel zu lang. Viel zu eng. Viel zu viele Streifen. Ja. Zu viel. Ja, genau. Genau das wollte ich auch sagen. Weißt du, was ich gerade denke? Ich denke schon. Hä? Und deswegen habe ich gedacht... Und deswegen haben wir gedacht, dass es keinen Sinn ergibt, festzulegen, ob sich Gegensätze anziehen oder abstoßen. Ihr versteht schon, was Elektromagnetismus bedeutet? Ja. Die Verbindung zwischen zwei gegensätzlichen Polaritäten erzeugt Energie. Und genau das habe ich mir für mein Schaufenster gewünscht. Hervorragend. Also bist du zufrieden? Noch nicht ganz. Ich will wissen, ob ihr in der Lage wart, zwei Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Oh, klar doch. Kommen Sie doch zur Vorstellung in den Workshop. Da können Sie sich davon überzeugen. Einverstanden. Ich werde sicher kommen. Wovon soll er sich denn da überzeugen? Ich dachte, er sagt Danke nicht nötig. Du weißt doch genau, was das bedeutet. Moodboards? Wir haben gerade entschieden, dass eure Präsentation gleich hier stattfindet. Wir sorgen dafür, dass Rachel und die anderen auch herkommen. Seid ihr bereit? Klar! Sowas von. Und was jetzt? Ich weiß, wie wir das packen werden. Gegensätze tanzen. Hm? Wir hätten Ihnen jetzt ausführlich erzählen können, wer wir alle sind. Aber uns liegt mehr der Gesang. Wir Moodboards sind einfach anders und gegensätzlich. Aber die Musik vereint uns. Und gemeinsam bilden wir ein Team. Denn Gegensätze schaffen eins. Sie tanzen. Yeah.
Ideen sind die ausgefallensten, aber sie funktionieren. Das muss ich zugeben. Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Darf ich? Oh, danke. Hey, bravo, euer Auftritt war bemerkenswert. Ihr wart aber auch nicht schlecht. Jacques, wird das nochmal was mit den Getränken? Schon unterwegs. Stimmt es, dass du eine Fahrradtour durch Nordeuropa gemacht hast? Ja, als Zeichen des Protestes gegen die globale Erwärmung. Du bist nicht die Einzige, der gewisse Dinge wichtig sind. Kinder, ihr seid die ganz großen Stars. Ja, ehrlich, ihr zeigt Begeisterung, Leidenschaft und die Lust, alle umzuhauen. Vielen Dank, Onkel Max. Bitte, ja, ich bitte euch. Ich flehe euch an, lasst mich euer Agent sein. Vertraut mir. Um einen Durchbruch zu erzielen, braucht ihr jemanden, der sich in der Musikbranche auskennt. Der weiß, wie es da läuft. Und dafür wärst du der Richtige? Ich bitte euch, hört nicht auf eure inneren Alarmglocken. Macht mich zu eurem Agenten. Onkel Max, geht's dir etwa nicht gut? Macht mich zu eurem Agenten! Macht mich zu eurem Agenten! Meinetwegen, aber jetzt nimm bitte deine verschwitzten Hände von meiner. Nein, Leute, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, Onkel Max so zu überfordern. Bitte nicht! Sollte diese lächerliche Szene etwa Teil der Präsentation sein? Was hast du dich da einzumischen, du Grufti? Oh, jetzt zeigt die Prinzessin ihr wahres Gesicht. Mhm. Sprich nicht in diesem Ton mit Bianca. Und Auftritt der Märchenprinz. Quinn, Sie sind es einfach nicht wert. Die Mysteriöse spricht? Oh. So darf nur ich sie nennen. Oh, endlich ein paar handfeste Konflikte. Was soll denn das? Hört auf. So habe ich mir den Musikworkshop jedenfalls nicht vorgestellt. Für dieses Fehlverhalten müsst ihr bestraft werden. So wie es das Regelwerk vorsieht. Ich habe jetzt verstanden, dass es Gegensätze und Gegensätze gibt. Und einige davon sind wirklich unmöglich. Macht mich zu eurem Agenten.